Hey Freunde, ihr habt das gerade mitbekommen, die Problematik mit den Flüchtlingen, das wird immer größer und größer und hört irgendwie nicht auf. Und deswegen haben wir uns jetzt mal überlegt, wir zu dritt, dass wir mal ein kleines Experiment auf der Straße machen, wie die Leute reagieren und wie die handeln. Und ja, ich will nicht zu viel verraten, schaut euch das Video bis zum Ende an und viel Spaß dabei. Oder auch nicht. Alles klar bei dir? Was hast du hier eigentlich zu suchen, Mensch? Spinner, du. Guck dich mal an. Arbeitst hier umsonst oder was? Geh mal arbeiten. In deiner Heimat, nicht in unserer. Hat eigentlich keinen Sinn mit denen. Denk dir nur, weil der Schwarz wäre hier alle unsere Frauen poppt? Denkst du, hast du einen größeren als wir? Als wir Deutschen? Als wir Deutschen. Was? Wieso sollen wir ihn in Ruhe lassen? Was sucht er denn hier? Afrikaner. Wie? Sollt ihn in Ruhe lassen, bitte. Bist du auch einer von seiner Sorte oder was? Also was? Was hat er denn getan? Wer steht hier rum und kassiert unser Sozialgeld ein? Lass ihn doch da stehen. Was, lass ihn doch da stehen? Natürlich, lass ihn nicht da stehen. So, lass ihn in Ruhe. Wenn Sie sich einmischen wollen, können Sie sich neben ihn stellen, auch ein Schwarz einmal. Du sollst ihn in Ruhe lassen. Ich lass ihn nicht in Ruhe. Und ich motze ihn weiter an, weil er hier nichts zu suchen hat. Willst du denn? Ich hab auch ein Problem, dass du was hier machst. Wegen was? Ja, dass du hier einfach irgendwen bepöbelst. Und? Was willst du machen? Habe ich ein extremes Problem. Okay, und was willst du jetzt machen? Naja, das mal angucken. Angucken und dann? So, mir jetzt weißt du, was ich mache? Was? Warte, bis du anfängst, bis du den ersten Schlag machst. Und dann hau ich dich hier weg. Was suchst du denn hier, Mann? Denkst du, du kannst dir alles erlauben, dass du dich hier auf die Parkbank setzt? Hast hier gar nichts zu suchen in diesem Land, Mann. Wollen wir das mal hier durchziehen gleich? Wollen wir das? Komm, ich bin dabei. Am besten verpiss dich ganz weit her, wo du herkommst, Mann. Hallo? Schwarzen, ja. Kannst du mal aufstehen und weitergehen? Zurück in deine Heimat. Hey, geh mal zurück in deine Heimat. Keiner hilft dir hier. Lass mal mit mir. Keiner hilft dir hier, Mann. Keiner. Gehen Sie mal weiter. Haben Sie ein Problem? Nee, hab ich nicht. Habt ihr ein Problem oder was? Was ist hier los? Was hier? Sollen wir die Polizei rufen? Der kassiert die ganzen Steuergelder hier ein. Zahlst du Steuern? Auf jeden Fall. Ich arbeite. Und der arbeitet nicht. Der kann nicht mal Deutsch reden, kann er. Guck mal, wie er da sitzt. Bob jetzt hier. Lass ihn dort einfach in Ruhe sitzen und ist nach. Nee, ich lass ihn nicht in Ruhe sitzen. Entspannen Sie sich bitte. Ganz kurz. Bist du ein Flüchtling? Bist du? Ich rede mit dir, Junge. Junger Mann. Hallo? Verstehst du mich? Mal siehst du, da wollen irgendwelche Leute Zivilcourage zeigen, die selbst nicht aus diesem Land kommen. Was wollt ihr jetzt machen hier? Wollt ihr uns umzingeln oder was? Hä? Was wollt ihr denn machen? Ich mach reden könnt ihr. Wie der junge Mann hinter mir. Ein Flüchtling. Wollen die hier alles überfluten in Deutschland? Das ganze Geld einkassieren? Und was machen sie? Nichts. Nichts tun sie dafür. Guck mal, der hört uns doch nicht mal zu. Hallo, hallo, ich rede mit dir. Hi, hörst du mir zu? Hörst du mir zu? Ha, alle kommen sie her, überfluten den Markt, wollen das ganze Geld einkassieren und die scheiß Steuern, Alter. Das ist das, was sie wollen. Die scheiß Steuern. Und was machen die alle? Nichts. Tust nichts dafür, ne? Kriegst so einen Hals wieder, wenn ich dran denke, oder Willi? Immer dasselbe Mist. Die ganzen Ausländer verseuchen hier die ganzen Straßen. Was hast du überhaupt zu suchen? Kommst du aus Deutschland oder was? Kannst dich verpissen aus unser Land. Flüchtling oder was du auch immer bist. Du bist ein Flüchtling. Kannst dich zack verpissen hier. Kein Cent verdienst du. Tim, komm mal mit, komm mal mit. Entschuldigung. Ganz kurze Frage. Wir drehen hier gerade ein Experiment. Und ich wollte Sie jetzt fragen, wieso haben Sie sich da gerade nicht eingemischt? Weil ich Feierabend habe und nach Hause möchte. Hallo! Hallo! Digga! Was willst du? Lass das mal! Ich lass ihn nicht. Was wollt ihr? Ja, was ist los mit dir? Was ist euer Problem, Mann? Warum hast du ihn gestreift? Weil es ein... Es ist ein Mensch. Ein Mensch, so wie ich und du. Ja, aber was hat er hier zu suchen? Sollen hier alle Menschen her und uns die ganze Beute hier ausrauben? Geh mal dein Geld verdienen, was du sowieso nicht machst. Mein Cent verdienst du. Was ist denn, Jungs? Habt ihr ein Problem mit mir? Gehört ihr dazu? Seid ihr Deutsche oder seid ihr? Woher kommt ihr? Ja. Bulgarien. Warum gehst du nicht zurück in deine Heimat? Was machst du denn in Deutschland? Lebst du in Hamburg? Verdienst du dein Geld hier? Arbeitest du hier?
Okay. Jungs, versteck die Kamera. Mehr Kamera. Weißt du? Aber Jungs, wieso habt ihr nichts gemacht? Wenn ich nur warten und gucken dir, was machst du, weißt du? Das heißt, wenn ich ihn geschlagen hätte, hätte ihr euch eingemischt? Nee. Ich nur bleiben, gucken. Normal du, vielleicht hast du getrunken, so. Okay, ganz kurz, ich muss kurz auflösen. Wir machen ein kleines Experiment. Da sind die Kameras. Sorry nochmal dafür. Wir sind Schauspieler und deswegen, das gehört alles dazu. Wir drehen ein YouTube-Video. Tim, komm raus! Deswegen keine Panik, aber ey, cool reagiert. Es tut mir leid. Ey, sorry mal. Und vielen Dank nochmal für ihre Zivilcourage, haben sie gut gemacht. Okay, Leute, ganz kurz. Ich löse mal ganz kurz auf, wir machen ein kleines Experiment. Da sind die Kameras. Leute, komm mal kurz her. Sorry, ganz kurz dafür. Ich wollte testen, wie die Leute... Der gehört zu uns. Der gehört zu uns. Wir sind ein Team, deswegen... Sorry nochmal für euch. Ja, klar. Ja, klar, hier. Deswegen wollten wir kurz eure Zivilcourage testen. Und ich muss sagen... Geil, Alter. Hammer. Geil. Hammer. Es ist nicht witzig, aber was gerade passiert... Okay. Nee, ich meine, es ist gut, aber es ist trotzdem, es hat für mich, guck mal, ich zuckert hier. Ja. Ich hab Angst. Nee, aber sie haben gut reagiert. Sie haben die anderen Leute mit einbeziehen wollen, weil sie alleine waren und sie sind eine Frau. Deswegen, ich von mir aus muss sagen, sie haben gut reagiert. Und richtig reagiert. Sie haben sich getraut. Das muss man sagen. Sie haben sich getraut. So, Freunde, das war das Experiment. Ich hoffe, ihr fand es ein wenig aufschlussreich und hat euch gezeigt, dass man in solch einer Situation sofort, aber auch sofort handeln muss. Wie ihr wisst, habe ich auch keine deutschen Wurzeln und habe das Ganze ungefähr vor 22 Jahren mit meiner Familie durchgemacht. Ich aber hatte das Glück, hier in Deutschland groß zu werden und die Chance, genau das zu tun, worauf ich Lust habe. Jeder Mensch hat es verdient, in Sicherheit zu leben, genug zum Essen zu haben und ein Dach über den Kopf zu haben. Auch wenn es naiv klingt, ich wünsche mir eine Zukunft, wo niemand ausgegrenzt wird. Mehr nicht.